In diesem Video werden wir uns anschauen, warum die Aktie von Baidu eine lohnende Investition sein könnte. Baidu ist Chinas führender Anbieter von Suchmaschinen und es hat sich in den letzten Jahren als eins der weltweit führenden Technologieunternehmen etabliert und ist damit interessant für Investoren, die auf der Suche sind nach einem zukunftsträchtigen Tech-Unternehmen. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Wie hat Ihnen das Intro gerade gefallen? Das habe nicht ich mal ausgedacht, sondern ich habe es mir schreiben lassen von ChatGPT, ein sogenannter Chatbot von OpenAI, über den gerade jeder spricht und wo auch Microsoft mit dran beteiligt ist. Ist frei zugänglich für jeden und man teilt dem Ding einfach mit, so zum Beispiel, ich will ein Video machen über die Aktie von Baidu, schreib mal dafür bitte eine Einleitung. Und ein paar Sekunden später ist sie fertig. Ich habe sie nur noch leicht gekürzt hier. Man kann es aber auch modifizieren und sagen, ich hätte gerne eine negative Einleitung zu Baidu. Dann ist vorgeschlagen worden, in diesem Video werden wir uns anschauen, warum die Aktie von Baidu eine gefährliche Investition sein könnte. Punkt, Punkt, Punkt. Baidu hat sich in den letzten Jahren als eine dunkle Macht in der Technologiewelt etabliert. Es hat mit einer Vielzahl von Angeboten ein ganzes Netzwerk von Einfluss und Kontrolle geschaffen, das die Grenzen des Machbaren überschreitet. Das klingt eigentlich fast noch spannender. Tja, liebe Freunde und Kollegen, das war's dann. Ab jetzt kann hier jeder Börsenvideos machen. Das war zwar bis jetzt auch schon so, aber es war damals wenigstens noch mit Arbeit verbunden. Das erledigt jetzt aber ChatGPT. Es schreibt Ihnen aber auch Gedichte oder Aufsätze und angeblich auch richtige Computerprogramme. Und die Dame hier auf TikTok, die ist auch ganz aus dem Häuschen, weil sie ChatGPT gerade entdeckt hat als spirituellen Lebensberater. Und Politiker, die können damit in Zukunft sogar wieder belastbare Doktorarbeiten vorlegen. Und natürlich, das Ganze ist jetzt noch nicht 100% ausgereift. Aber wenn Sie bis jetzt nur sowas kennen wie Alexa und wenn Sie sich dann mit dem Ding hier aber austauschen, und da ist es auch völlig egal, ob über Kurt Gödel oder über Erbseneintopf, das ist schon ganz erstaunlich, was da kommt. Und es ist insofern auch ein Meilenstein, dass viele von uns dadurch jetzt eben zum ersten Mal sehen, was künstliche Intelligenz im Prinzip schon kann und was sie aber vielleicht auch in nicht allzu ferner Zukunft mal übernehmen wird. Und um künstliche Intelligenz, da geht es natürlich auch, wenn wir uns mit der Aktie von Baidu beschäftigen. Und ich kann Ihnen hier schon mal mitteilen, Baidu hat sich als eins der weltweit führenden Technologieunternehmen etabliert. Das ist von ChatGPT keine Übertreibung. Baidu, landläufig genannt Chinas Google, und das ist auch nicht ganz falsch. Der wichtigste Bereich auch bei Baidu, das ist immer noch die Internetsuche, bringt immer noch die Hälfte vom Umsatz, mehr als die Hälfte und den Großteil auch vom Gewinn. Und noch eine Gemeinsamkeit mit Google, auch Baidu hat immens viel Geld investiert in neue Geschäftsbereiche, die vielversprechend sind, die aber noch nicht großartig was abwerfen. Und ich habe die Aktie die letzten Jahre über auch immer wieder mal besprochen hier, in der Regel auch positiv, aber die Performance bis jetzt war doch wachsen. Hier der Chart, die letzten 5 Jahre von TradingView, das sind jetzt die US-ADRs, weil da haben wir einfach eine längere Historie. Es gibt inzwischen auch ein Parallellisting in Hongkong, das sind keine ADRs und auch die Aktien können Sie an deutschen Börsen aber kaufen. Bis vor ein paar Jahren sah die Kursentwicklung noch ganz gut aus, aber so 2018, 2019, da hat man gemerkt, Internetsuche und Werbung, das wächst immer weniger. Das ist eine Erkenntnis, die den Anlegern von Alphabet oder von Google zum Teil noch bevorsteht auch. Die Nutzer gehen eben immer mehr direkt auf andere Apps mit irgendwelchen Filmchen oder Chats. Und in China gibt es da auch eine harte Konkurrenz inzwischen durch die E-Commerce-Plattformen. Also auch da tut sich einiges. Und das hat Baidu erstmal unter Druck gebracht.
Dann die starke Rallye, aber ab Ende 2020, die würde ich so interpretieren, dass plötzlich die Anleger sich dann doch gedacht haben, hoppla, die neuen Bereiche, speziell Cloud, KI und autonomes Fahren, das wird jetzt doch langsam spruchreif, da tut sich was. Und die Aktie ist dann nach oben geschossen und dann aber ab Anfang 2021, da hat es dann ja die lange harte Korrektur gegeben, allgemein bei China-Aktien und besonders bei chinesischen Technologieaktien. Bis zur Erholung dann jetzt seit Ende Oktober. Die Aktie ist dann wieder hochgegangen, ist aber noch überschaubar der Anstieg. Und apropos Erholung in China, da darf ich Sie noch erinnern an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report, weil in China war ja gerade Neujahr und darum gibt es jetzt auch pünktlich wieder von der Investmentbank CLSA den Feng Shui-Index. Eine Prognose für das neue Börsenjahr auf Basis der chinesischen Tierkreiszeichen und Harmonien und Energieflüsse, die man da so hat. Man muss es nicht super ernst nehmen, aber das ist doch ganz interessant und die liegen oft auch gar nicht so falsch damit. Hier zum Beispiel der Ausblick nochmal fürs letzte Jahr von denen. Sie waren vielleicht insgesamt zu optimistisch, wie man sieht, aber das Momentum und die Wendemarken und diese Dinge, das haben sie doch ganz gut erwischt. Und die Reports von uns sind kostenlos. Dieser geht morgen raus. Also tragen Sie sich einfach noch schnell dafür ein, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und was Baidu jetzt betrifft, da war die Erholung eben bis jetzt noch relativ verhalten, haben wir ja gesehen. Und dadurch liegt das KGV für dieses Jahr jetzt ungefähr bei 16. Wir haben ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,5. Börsenwert ist bei knapp 40 Milliarden Dollar. Baidu ist netto schuldenfrei, hat außerdem noch Beteiligungen am Reiseportal Trip.com und an der Streaming-Plattform iQIYI. Also klingt alles insgesamt schon ganz attraktiv. Aber die Gewinne schwanken. Im dritten Quartal zum Beispiel, da ist der Umsatz zum Vorjahr nur noch um 2% gestiegen. Es ist außerdem ein Verlust ausgewiesen worden wegen Wertberichtigungen. Und der bereinigte Gewinn, gut, der ist zum Vorjahr immerhin um 16% gestiegen. Aber das vierte Quartal sieht jetzt wahrscheinlich wieder nicht besonders gut aus, weil da gab es ja auch in China nochmal harte Lockdowns. Wenn es Kurstreiber gibt in nächster Zeit, dann die neuen Geschäftsmodelle. Baidu hat schon vor Jahren gesagt, diese ganzen E-Commerce-Geschichten und Ticket-Service und Lieferdienste und solche Sachen, das macht inzwischen jeder, das machen wir nicht mehr mit. Die Zukunft für uns liegt in der Hochtechnologie, künstliche Intelligenz, digitale Industrielösungen und autonomes Fahren. Nur sowas dauert leider lange und kostet auch viel Geld. Was schon sehr gut läuft im Moment, das ist das Cloud-Geschäft inklusive künstliche Intelligenz-Anwendungen da, die AI-Cloud, die stand im dritten Quartal schon für 20% vom Gesamtumsatz und der ist auch um 25% gewachsen, schneller als die Cloud-Dienste der anderen großen Wettbewerber. Ist damit also schon eine sehr aussichtsreiche Sparte. Und damit zusammenhängend gibt es auch die Industrielösungsplattform KaiWu, inzwischen mit über 200 verschiedenen Lösungen für alle möglichen Bereiche, also unter anderem so Kontrollsysteme oder Inspektionssysteme für unterschiedliche Prozesse und sowas. Dafür gibt es keine Zahlen, aber es läuft wohl doch ganz gut an. Und dann gibt es schon seit Jahren das Sprachassistenzsystem DuerOS. Das läuft auf Smart Speakers, sowohl daheim als auch im Auto. Das ist ein Betriebssystem. Damit wird wahrscheinlich nicht viel Geld verdient. Es ist jetzt aber dafür auf über 400 Millionen Geräten schon installiert. Es gibt außerdem eine Smart Home Plattform, es gibt Halbleiterentwicklung bei Baidu mit dem Kunlun-Prozessor zum Beispiel, der anscheinend ziemlich gut ist. Dann gibt es einen Biotech-Bereich, einen jungen, wo man mit künstlicher Intelligenz neue Wirkstoffe entwickeln will und neue Diagnoseverfahren. Dann gibt es natürlich eine Metaversum-Offensive auch mit der Plattform Xirang. Und sie sind auch führend in der Quantencomputerentwicklung in China. Das habe ich letzte Woche schon erwähnt in meinem Video damals. Das ist aber natürlich wirklich noch Zukunftsmusik.
Und sie sind aber auch wirklich ganz vorn mit dabei bei einer der Königsdisziplinen der künstlichen Intelligenz beim autonomen Fahren. Und das basiert auf drei Säulen. Erstens die Plattform Apollo. Das ist auch wieder eine Art Betriebssystem. Der Gedanke ist eben, dass das Auto nur noch die Hardware haben muss, also einen Rechner und entsprechend Sensoren auch. Und dass der ganze Rest fürs autonome Fahren, also die Daten und das Kartenmaterial, dass das von Apollo kommen soll. Und es ist sehr wahrscheinlich auch so, dass das autonome Fahren in China viel zentralisierter ablaufen wird als bei uns im Westen. Und bei Apollo, da ist inzwischen schon jeder dabei, der auf diesen Markt will in China, also auch Mercedes oder Volkswagen, BMW, Ford, auch Intel und Nvidia, also Ausrüster. Und basierend auf Apollo, da gibt es inzwischen auch den Robotaxi-Dienst Apollo Go. Hier haben wir eins von den selbstfahrenden Taxis bei der Olympiade in Peking. Da ging es wirklich voran letztes Jahr. Im dritten Quartal haben sie 474.000 Fahrten durchgeführt und Baidu darf in 5 Städten jetzt schon unbemannte Taxifahrten durchführen und dafür auch Geld verlangen. Und Baidu geht außerdem davon aus, dass dieser Bereich ab 2024 dann auch einen signifikanten Gewinn abwerfen wird. Und die dritte Säule, das ist die Robocar-Automarke Jidu. Das ist ein Venture mit Geely. Das ist der Robo 01, der dieses Jahr in Serienproduktion auch gehen soll. Von Anfang an mit autonomer Fahrfunktion auf Level 4. Und der chinesische Elektroautomarkt, der ist natürlich schon hart umkämpft, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der eine oder andere technologiebegeisterte Kunde das Auto ganz gut finden wird. Beim autonomen Fahren jedenfalls, Baidu ist da mit an der Spitze in China. Ist Baidu auch in allen anderen Bereichen, in denen sie arbeiten, vorn dran? Das ist natürlich immer schwer zu sagen hier. Also es gibt in China viele Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und es wird natürlich auch viel entwickelt, so an Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen, teils in Konkurrenz und teilweise arbeiten die alle auch zusammen. Das ist so ähnlich wie im Westen natürlich. Und ist Baidu in diesen ganzen Bereichen, in denen sie sind, besser als die westlichen Unternehmen? Das ist auch eine Frage, die sich stellt. Das muss nicht zwingend so sein. Aber, und das will ich hervorheben, das ist auch nicht entscheidend, weil China braucht eigene Lösungen und muss die auch autonom entwickeln können. Weil China eben auch weiß, dass die USA gerade versuchen, China da von der Hochtechnologieentwicklung abzuschneiden. Und darum werden da eben in vielen Bereichen die chinesischen Unternehmen dominieren. Und der Markt ist schon riesig. Besteht die Gefahr, dass Baidu jetzt unglaublich viel Geld verballert für irgendwelche Dinge, die zwar wahnsinnig gehypt werden gerade, mit denen man aber vielleicht doch kein Geld verdient oder die sich vielleicht auch erweisen, rein nur als technische Spielerei. So wie möglicherweise sowas wie ChatGPT, wo ich meine Lebensgefährtin zitieren darf, die gesagt hat, ist ja schön, dass man das Ding ein Gedicht schreibt, aber ich brauche eigentlich was, das mir mal die Bude putzt. Diese Gefahr gibt es natürlich immer im Technologiesektor und es wird auch bei Baidu da nicht alles aufgehen, was die gerade entwickeln. Aber sie sind eben breit aufgestellt und sie haben meiner Meinung nach schon gerade beim autonomen Fahren jetzt auch gezeigt, dass sie was können. Und außerdem als Aktionär, man zahlt für diese ganze Zukunftsfantasie ja im Moment auch keinen wahnsinnig hohen Preisaufschlag. Und darum würde ich weiterhin sagen, dass Baidu eine interessante Aktie ist, solide plus auch Zukunftsfantasie. Aber es kann natürlich sein, dass man da als Anleger weiter Geduld braucht. Im Moment ist es jedenfalls so, dass am Markt diese ganzen Hightech-Aktivitäten, dass die die Leute nur mäßig begeistern. Und das ist jetzt allerdings nur von mir eine persönliche Einschätzung als menschliches Wesen mit einer sehr überschaubaren Denk- und Rechenleistung. Fragen wir lieber mal nach bei ChatGPT. Soll ich die Aktie von Baidu kaufen? Die Antwort? Nein. Wir empfehlen nicht, die Aktie von Baidu zu kaufen. Da Baidu viele Risiken birgt, ist es besser, andere Investitionsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Aha. Welche anderen Aktien aus China sind denn aussichtsreich? Antwort:
Es gibt viele aussichtsreiche Aktien aus China. Einige Beispiele sind Tencent, Alibaba und Baidu. Es ist jedoch wichtig, das wird dann nachgereicht, dass Sie sich mit dem Unternehmen und der Branche vertraut machen, bevor Sie eine Investition tätigen. Immerhin, also man muss natürlich sagen, ChatGPT ist nicht am Internet, es hat nur Daten bis 2021 und anscheinend versucht es auch, dass es die Anleger da ein bisschen vor sich selber schützt, was ja auch ehrenhaft ist. Trotzdem, mein Fazit damit ist vorläufig, ich werde ChatGPT jederzeit gern nutzen als spirituellen Lebensberater, aber als Aktienberatungstool vorerst wohl eher doch nicht. Dann schon lieber altbewährte Indikatoren wie der Feng Shui-Index der Investmentbank CLSA. Dazu, wie gesagt, morgen alles in unserem nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report. Einfach noch schnell dafür anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Was sind die Gratis-Zukunftsmärkte-Reports? Frage an ChatGPT. Antwort: Die Zukunftsmärkte-Reports gehören zu den besten Informationsquellen, auf die man als Anleger kostenlos zugreifen kann. Sie sind für eine erfolgreiche Investitionsentscheidung unentbehrlich, sagt ChatGPT. Okay, das war gelogen, aber nur weil ChatGPT das noch nicht weiß, heißt es ja noch lange nicht, dass es so nicht stimmt. Alles Gute Ihnen, wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen.